Herzlich willkommen bei Zimmer 102, dem Hotel- und Reisepodcast. Heute zu Gast Psycho Dino, Musikproduzent, DJ und vieles mehr. Wir haben über Disneyland gesprochen, übers Campen gehen und was wir absolut gar nicht mehr trinken können. Doch lieber ein Weinchen? Dann schaltet jeden Donnerstag ein bei Terroir und Adiletten. Und jetzt viel Spaß! Na Schatz, wie war dein Tag? Der fing nicht so gut an, weil die Radiobox im Büro nicht funktioniert hat, wegen dem Internet. Ja, und dann war ich gezwungen, meine Playlist zu spielen. Und mein Musikgeschmack ist ja sehr besonders. Ich wollte gerade sagen, das war für dich dann schön, aber für die anderen, für unsere Mitarbeiter nicht so wahrscheinlich. Doch, tatsächlich fanden die das auch gar nicht so schlecht. Aha, das haben die gesagt, weil du die Chefin bist. Nee, ich glaube, das Problem schon. War nur, eine Kollegin meinte irgendwann, als Elvis kam. Die Kollegin ist Ablavi, ja. Das stimmt. Und Ablavi meinte dann so, sag mal, wer singt das denn? Das ist voll schön. Da habe ich gesagt, das ist Elvis. Da kommt jetzt ein Film raus, habe ich gesehen. Der muss ziemlich geil sein. Über Elvis Geschichte, ja. Oder was? Geil. Coole Mucke. Aber du hast, Elvis ist cool bei dir auf der Playlist und Michael Jackson ist cool bei dir auf der Playlist und dann kommt 700 Disney-Songs. Das kann gut sein, aber ich habe auch, also man muss schon, ich habe schon coole Lieder auch drauf. Ja, ich wie geht der von Frozen noch gleich? Let it go. Ich habe es auf Englisch und auf Deutsch. Oh, auf Deutsch von, jetzt los. Gesungen von Helene Fischer. Ja, auf Englisch weiß ich es gar nicht. Aber ich habe ja auch ein paar Schlager. Helene Fischer. Und ich habe, aber vorhin ist richtig geiles Lied gekommen. Das war von Reinhard Fendrich, Macho Macho. Kennst du das noch? Macho Macho Man. Nein, von Reinhard Fendrich. Keine Ahnung. Das war richtig geil. Und ich habe natürlich auch, ich habe alles. Ich habe auch Crow. Crow, fett. Crow, sein DJ, kommt heute. Oder Eben. Ist es doch vielleicht Crow, wie ich gestern gelesen habe? Nein, das ist ja, sehr war fake, unfreisig. Fake, war von fake. 2015, glaube ja, ich. Ja, voll der Fake. Nein, das war, oder ist Crows DJ und nicht nur das, erfolgreicher Musikproduzent, Bestseller-Autor, Moderator und die hat einen eigenen Podcast. Ja, von wer dem kommt denn da? Psycho Dino. Wow. Ja, aber wie gesagt, Crow habe ich auch auf meiner Playlist. Nur noch mal zu meiner Verteidigung. So schlecht ist mein Musikgeschmack. Ich finde deinen Musikgeschmack auch nicht so schlimm. Da ist auch Spice Girls, Backstreet Boys, alles dabei. Alles, für jeden was dabei. Ich habe auch Woodkid. Mhm. Dann die Musik von Marcel, von meinem Bruder, die er mir runtergeladen hat. Das ist schon cool. Das ist ja schon ein bisschen mehr, weniger Radiomusik, mehr... Radiomusik ist auch ein geiler Ausdruck. Ich höre Radiomusik. Ja, ich höre ja Radiomusik. Ich höre ja Mainstream. Du hörst den... Oh, ich darf es gar nicht sagen, aber der Radiosender, den du hörst, da läuft immer das Gleiche. Nein, total 100%. Abwechslungsreich. Bayern 3 hat immer die gleiche Playlist. Falsch. Die wechseln die Playlist einmal im Monat. Ja, aber wenigstens höre ich da nicht die ganze Zeit Sektor, Sektor, Sektor. Heute hier im Sektor, das Wetter, Sektor, Sektor. Ich weiß jetzt Sektor. Nicht, worauf du hinaus willst. Auf 1Live. Ist mega. 1Live Dann einigen ist wir uns, unser Lieblingsradiosender ist absolut relaxed. Das ist das, was wir im Büro hören. Genau. Wo alle mit zufrieden sind. Oder RTL Oldies. Ja. Doch, manchmal ganz gut. Spreeradio ist auch noch cool. Ja, aber der Uwe jetzt, ich glaube, jetzt sind wir total spießig, glaube ich. Ja, klar, wir sind ja auch schon alt. Also ich habe mich heute kurzzeitig ein bisschen alt gefühlt. Warum? Weil ich, glaube ich, ziemlich uncool bin. Das kann ich nicht bestätigen. Obwohl unser Gast ja doch älter ist wie ich, aber irgendwie, glaube ich, bin ich nicht hip genug. Vielleicht ist das der richtige Ausdruck. Immerhin habt ihr eine gemeinsame Liebe, hätte ich jetzt schon fast gesagt, ist Orntzer. Ja, beide nicht. Nee, eben, wollte ich gerade sagen. Wir waren da beide schon mal, ja. Ich wollte es einfach mal sagen, weil ich es so cool finde. Das Orntzer. Das Orntzer. Das P1 in München, ja. Ist das Orntzer. Also bei den richtigen Orntzern. Stark. Orntzer. Da ist der Olli Kahn auch immer, ne? Ja. Oh, super. Olli Sanster. Ja. Dann freuen wir uns jetzt auf Markus Psycho Dino. Viel Spaß.
Wir sind schon on air. Oh, hallo. Sind wir? Hallo. Herzlich willkommen. Heute zu Gast Psycho Dino. Dino. Dino, Entschuldigung, oh. Ich bin da halt nicht so cool, leider. Oh, oh Gott, okay. Psycho Dino. oder einfacher für mich, der Markus. Ja. Markus, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf, in einem schönen Hotel hier. Sehr, du bist ja das erste Mal bei uns, ne? Oder warst du schon mal hier? Im Podcast oder im Hotel? Im Hotel. Erste Mal hier, ja. Erste Mal hier, ja. Ah, das ändert glaube ich. Ja. Ja? Gibt es jetzt Free Room Keys, immer wenn... Da müssen wir nachher mal drüber reden. Schauen wir mal, wie der Podcast ausgeht, dann kann man darüber reden, ne? Du bist gerade auf Tour. Ja. Machst du einen kleinen Zwischenstopp? Nee, habt ihr in Berlin Pause gemacht? Na, ich wohne halt in Berlin. Wir haben jetzt nicht in Berlin Pause gemacht. Das letzte Konzert war in... Boah, man vergisst es so schnell. Münster? Münster. War in Münster, ja. Ich habe danach noch aufgelegt. Oh Gott, eigentlich muss das ist echt krass. Man ist immer so von Stadt zu Stadt, sieht aber eigentlich immer nur die Halle, die halt überall sein könnte. Und deswegen ist immer so, muss ich mal kurz nachdenken. Ja, wir haben jetzt 4-5 Tage Off-Days. Bisschen Energietank. Deswegen habe ich auch eine Sonnenbrille an. Ich hoffe, es ist okay. Ist nicht aus Arroganzgründen, sondern einfach, ich bin echt so kaputt. Ja. Steht dir die Sonnenbrille deswegen? Ja, danke. Auf jeden Fall. Alles bestens. Und ich kann es total nachvollziehen. Meine Augen sind super empfindlich. Mhm. Und sobald es ein bisschen heller wird, brauche ich eine Sonnenbrille. Ich habe gedacht, sobald ich ein bisschen Alkohol getrunken habe, ziehe ich auch eine Sonnenbrille. Ich trinke ja fast nie. Das stimmt. Ja. Am Wochenende hast du getrunken. Ja, 2 Gläschen. Wow. Und einer davon war ein Spritzer. Das stimmt. Also, seid ihr Österreicher? Nee, Bayerin. Ein Spritzer? Ein Spritzer. Um Gottes Willen, kein Österreicher. Obwohl, wir haben uns in Österreich kennengelernt, stimmt. In Wien. Ach, ja. Wir haben schön. Beide in Wien gelebt und müssen wir auch sagen, geile Stadt. Aber sag mal, erzähl mal ein bisschen, wenn du auf Tournee bist, wo schlaft ihr dann? Im Nightliner, also im Bus. Du reist quasi in der Nacht vorher an, schläfst im Bus und wachst morgens in der neuen Location bzw. neuen Stadt auf. Krass. Ist gar nicht so krass. Ist echt sehr, sehr, man schläft sehr schlecht. Das wollte ich gerade sagen. Das ist so. Ja, also es ist immer, also bei mir ist der Rhythmus, pendelt sich immer irgendwann so ein, eine Nacht richtig schlecht und dann am nächsten Tag dann so kaputt, dass man ein bisschen besser schläft, aber es ist wirklich, du hängst da halt in deiner Kammer drin und weißt halt nicht, ob du jetzt gerade eine Klippe runterstürzt oder einfach nur 30 km/h fährst, keine Ahnung. Es ist wirklich, ist schon sehr schwer auszublenden, dass du gerade in einem Bus bist. So. Crazy. Aber macht ihr das, um Zeit zu sparen, um schneller voranzukommen? Nee, es ist ja, wir sind ja, es gibt, also wir sind, auf der Tour sind wir 2 Nightliner, glaube ich, und 3 Trucks oder so, wenn ich es jetzt mal richtig gesehen habe. Und es gibt ja auch noch Techniker und sowas. Gibt ja nicht nur Musiker, die ihr Leben abfeiern und um 16 Uhr dann mal so langsam den ersten Kaffee trinken und die halt einfach um 10 Uhr morgens an der Location sein müssen. Klar könnte man jetzt auch hinterher reisen, aber ich meine, es ist schon auch eine schöne Zeit immer wieder, jetzt vor allem nach Corona, wo so viel ausgefallen ist, endlich mal wieder untereinander zu sein und ja, macht schon trotzdem Spaß halt. Ja, klar. Bisschen wie Schulausflug. Ja, ein bisschen stelle ich mir es auch so vor. Ja. Kann man es vergleichen? So ein bisschen? Mhm. Ja, ne? Nur, dass man nicht auf den Lehrer hören muss. Zum Glück. Wobei, ein bisschen schon Management. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich so Zeitplan. Und. Aber dann Hotels eher dann, wenn du privat reist, oder? Ja, es ist immer so ein bisschen... Also A macht es halt meistens, also ich meine, das spreche ich jetzt halt so für das Management, so ich habe damit jetzt nicht so viel zu tun, es ist halt, aber ist ja klar, das ist halt natürlich, sind das Mehrkosten, so, halt Übernachtung und dann hinterherreisen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in Münster nach dem letzten Auftritt noch aufgelegt, in einem Club, ich habe dann natürlich, weil der Bus halt nicht auf mich gewartet hat, im Hotel geschlafen und dann wieder zurück, ja. Aber außerhalb von Tour sind wir eigentlich immer im Hotel für einzelne Auftritte oder so, ja. Oder wenn ich auflege, natürlich. Und gibt es dann irgendwas, auf was du sehr, sehr viel Wert legst, wenn du ein Hotel buchst? Gibt es irgendeine Frage, die du stellst? Weil wir kennen zum Beispiel
Ein DJ, der auch noch sehr gut auflegt, DJ Karotte, liebe Grüße. Mhm. Und der legt immer ganz viel Wert darauf, dass das Zimmer komplett abdunkelbar ist. Also so Verblendervorhänge gehen für ihn zum Beispiel nicht. Also es muss komplett dunkel sein. Ja, der kommt wahrscheinlich immer erst nach Hause, wenn es schon hell ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich denke, ja. Ja, das ist jetzt für mich nicht so das, die Hauptpriorität. Also für mich ist, also ich bin echt, ich bin Psycho, was Hotels angeht. Egal wie lange ich im Hotel bin, ich muss es immer einrichten. Also ich räume komplett alles, was ich dabei habe, aus. Weil ich muss immer so ein bisschen resetten im Kopf, dass ich weiß ungefähr, was ich alles dabei habe oder ob ich was vergessen habe und so. Und das, gerade wenn du dann, keine Ahnung, mal 4 Tage schon unterwegs bist, so, dann tut das immer so ganz gut, alles mal raus, so in den Schrank einräumen, so voll unnötig so. Schuhe schön hinräumen am Eingang und so, wie man es zu Hause machen würde. Geil. So ein bisschen so heimisch. Heimisch. Irgendwie sowas. Ja, also das ist für mich immer ganz, ja, keine Ahnung, also ich habe eigentlich nicht so die allerhöchsten Ansprüche, außer dass es jetzt halt nicht so die, so das letzte Misthotel ist. Ich habe nicht so viel Ansprüche. Aber es muss auch kein 5-Sterne-Hotel sein, so. Ich finde so, der Unterschied ist meistens von 4 zu 5 gar nicht so groß, ehrlich sehr gesagt. Gering. Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn man irgendwie, wenn das vielleicht eine coole Bar hat, oder aber auch nicht, jetzt nicht so wichtig, so Frühstück verpasst man eh meistens. Ich finde eigentlich eher sogar Room Service ganz gut, weil es ist eigentlich so ein ganz, ganz geiler Wecker. So. Ja. Weil man schafft es meistens eh nie bis zum Frühstück, aber wenn man sich dann auf, keine Ahnung, meistens ist ja nur bis 10.30 Uhr oder so. Also nur, weil man ja meistens, wenn man im Hotel ist, arbeite ich halt bis 4, 5 oder so. Und dann bist du halt geweckt von dem Klopfen und dann wird da, ist das schon ganz, aber eigentlich habe ich jetzt nicht so die allerhöchsten Ansprüche, ehrlich gesagt. Siehst du, ausräumen. Ja, siehst du, so bin ich auch. Ja, also ich brauche immer Ordnung, weil muss alles ausgeräumt sein. Ja. Ich muss wissen, was ich dabei habe. Ja. Schuhe finde ich super wichtig, so richtig schön die Schuhe am Eingang. Ja. So, ja, und wenn ich reise, ich lasse alles im Koffer und denke mir, boah, nö, ich muss ja dann alles wieder reinräumen. Also lasse ich es lieber gleich drin. Und habe aber meinen Koffer so gepackt, dass ich fast alles auf Anhieb sehen kann. Okay. Oh, ein guter Tipp. Wenn also du willst, sehr wenig gebe ich dir mitnehmen mal einen kleinen in einem Kurs. Sehr großen Koffer. Ja. Ich bin sehr gut da drin. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch so ein Einräumsystem, das habe ich irgendwo mal gesehen, da tut man das irgendwie rollen. Wie so rollen. Genau, ne? So, ja, okay, dann, ja, das müsste man sich vielleicht mal irgendwie drauf schaffen. Da muss man da nicht alles steamen? Gar nicht, das ist sogar besser wie falten. Das gibt es ja gar ja. nicht. Siehst du, jetzt ja, kannst du als Tipp mitnehmen, alles rollen. Ja, alles rollen. Dann passt auch mehr ein Koffer, es ist übersichtlicher und man braucht es nicht ausräumen. Und die Schuhe, ganz wichtig, am besten in den Schuhsack, aber geht auch im Wäschesack. Dann kann man die nämlich mit den Klamotten in den Koffer räumen. Dann werden die nicht dreckig. Die Schuhe werden dann nicht dreckig. Nee, die Klamotten werden nicht dreckig von den Schuhen. Irgendwie packe ich die Schuhe immer einfach so, mir ist das irgendwie egal. Ja? Ja, ich lege die einfach rein. Ah, nee. Das mache ich auch. Aber wenn wir verreisen, wir haben eh immer eine Tasche mit Schuhen. Also wir haben immer irgendwie so ein... Aber ich meine, ich nehme jetzt auch nicht die Schuhe mit denen ich halt vorgestern irgendwie durchs Moor gejagt bin oder so, die jetzt halt da vor Schlamm triefen. Nee, aber was ich noch sagen kann, was ich auf jeden Fall sehr, sehr hasse und was eigentlich fast in jedem Hotel das gleiche Problem ist, ab 7.30 Uhr im 20-Minuten Abstand kommt die Putzfrau vorbeigeklopft. Was ich wirklich, was ich nicht verstehe, warum das so, also ich bin jetzt halt nicht so der Typ, der sich dann hinsetzt und eine Beschwerdemail schreibt oder so, aber warum sich da nicht mehr Leute beschweren einfach. Weil ich finde das wirklich, also teilweise rennen die auch einfach rein. So. Ja. Und also merken erst dann so, wenn sie schon durchs halbe Ding gerannt sind, so, dass da noch jemand ist. Und das verstehe ich nicht. Es gab ein Hotel, darf ich andere Namen aus Berlin nennen? Oder ja, ist ja, klar. Ich glaube, das war das Michelberger. Da konnte man, wie war das? Die haben das System umgedreht gemacht. Die hatten so einen Zettel zum Hinhängen, wo drauf stand, nee, wie war das denn? Jetzt bitte sauber machen. Nee, genau anders. Ich weiß. Na egal, auf jeden Fall, da konnte man dieses System umgehen. Scheiße, wie war das denn? Ja, wahrscheinlich einen Zettel raushängen zum bitte jetzt reinigen oder so, ne? Ja, aber mir ist gerade eingefallen, dass das ja, das gibt es ja auch in anderen Hotels. Es war schon irgendwie nochmal anders, wo es nochmal irgendwie besser war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das finde ich immer sehr, sehr anstrengend. Und selbst wenn sie nicht reinkommen, sind die schon auch sehr, sehr laut auf dem Gang oder im Nachbarzimmer immer. So, das finde ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht.
Vor allem in Hotels, die noch die alten Housekeeping-Wägen haben und dann einmal schön über den Flur rattern und dann am besten noch an die Türen donnern mit den Wägen, weil die so groß und so breit sind. Ich habe Saison gearbeitet in Österreich am Arlberg und ich habe ein Personalzimmer gewohnt, also wir haben alle im Personalhaus gewohnt und wir hatten natürlich auch so eine Putzkolonne, die Personalzimmer sauber gemacht hat und die ist absichtlich jeden Morgen um 7 Uhr reingekommen und die war noch so dreist, die hat immer mit dem Staubsauger gegen das Bett gehauen. Also sie hat gesaugt, wo du noch schlafen warst und hat dann jemand gesagt, komm raus jetzt hier, musst arbeiten, Junge. Krass. Noch, ja. Aber wenigstens hattet ihr Hilfe. Hätten auch sagen können, putzt selber. Es lag daran, weil wir nur gearbeitet haben. Ach so. Okay. Ach, geil. Und Urlaub? Was war so der letzte Urlaub, den du gemacht hast? Boah. Zu lang her? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Lange vor Corona. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich bin schon auch eher so ein Typ, ich finde es schon fast urlaubsähnlich entspannend, zu Hause zu sein. Also ich bin gerne zu Hause. Super sympathisch. Für mich ist auch nicht Urlaub unbedingt so, ich muss jetzt bei 46 Grad in Sand liegen, an einem Wasser. So, ich weiß nicht, so ich bin eigentlich froh, ich freue mich immer, zu Hause zu sein. So, ich fand auch Pandemie, also fand ich gar nicht so schlimm irgendwie. Ich bin gerne zu Hause irgendwie, da fühlt man sich unter Druck gesetzt, rauszugehen. Ja. Weiß nicht, klar, ist schon nice, so mal weg zu sein und so, aber irgendwie, ich freue mich schon, zu Hause zu sein. Ja, zu Hause ist halt am schönsten irgendwie. Mir geht's auch so. Manchmal denke ich mir, mein Gott, wir müssten viel mehr machen. Wir machen schon einiges, aber zu Hause ist halt irgendwie am entspanntesten. Und da ist man in seiner Comfortzone und dann, wie du gesagt hast, dann fühlt man sich unter Druck gesetzt, dass man irgendwie was macht. Ja. Aber wenn es dann der Spaziergang ist, hat man auch was gemacht. Das stimmt. Und du tickst so ein bisschen anders. Man hat schon ab und zu Fernweh, oder? Nicht mal so irgendwo geiles Land bereisen, neue Kultur kennenlernen. Ich weiß nicht, ich wurde halt auch so ein bisschen so down to earth erzogen, dass alles, was eine Links- und Rechtsausgabe ist, die jetzt nicht sein muss, halt nicht richtig ist so. Das kann von deiner Herkunft kommen, oder? Ja, deswegen muss ich da. Ach nee, also klar, es ist, also weiß ich nicht, was war denn das letzte Mal? Weiß nicht, an meinem Geburtstag in Madrid oder so einen Städteausflug gemacht so und so, klar, es ist schon nice so, aber ja, kann auch zu Hause bleiben. Geil. Da siehst du, wir haben diesen Monat Hochzeitstag und wir haben auch überlegt, oder Philipp hat gesagt, komm, lass wegfahren. Und ich dachte mir, im ersten Moment dachte ich mir, oh ja, gute Idee. Und im zweiten Moment dachte ich mir, oh, zu Hause ist aber doch auch schön. So. Ja. Ja, wobei da kann man vielleicht dann schon mal das Haus zum Späti gehen und einen Wein holen. Ja. Gott, der Willi würde uns umbringen, wenn wir über einen Späti Wein holen. Das ist wohl wahr. Also, ja, Wodka. Ein Wodka oder ein Eierlikör? Nee, aber was wir uns tatsächlich aber trotzdem vorgenommen haben, also ich finde, in den Wintermonaten ist das Wetter in Berlin wirklich depressiv, schlecht machend. Und so, ich könnte mir schon vorstellen, über die Monate, so 5 Monate oder so am Stück weg zu sein. Da hat man ja dann schon fast so sich so ein neues Ding eingerichtet so. Das schlägt wirklich auf die Psyche, diese graue Matsche, die da gefühlt 1 Meter über deinem Kopf ist. So, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oder muss man eigentlich machen, wenn man die Möglichkeit hat, so. Absolut. Wo würdest du hin? Ja, wo ist es denn nicht so? Also, was jetzt auch nicht so 20 Stunden weit weg ist oder wo man. Italien. Schon, ne? Eigentlich sogar wahrscheinlich jede andere Stadt in Deutschland. Ja. Ich will das Berlin immer nochmal. München. Ich habe auch jetzt so im Bus, habe ich es wieder ein paar Mal gemerkt, so du fährst durch Deutschland und irgendwo, klar, okay, Wetter ist halt nicht so geil aktuell, aber dann fährst du nach Berlin, ist nochmal, also die Decke kommt nochmal so ein Stück runter und. Oh, weiß auch nicht, das ist so, das schlägt wirklich auf die Psyche so. Gefühlt grau, obwohl ich jetzt sagen muss, die letzten Tage waren so richtig geil, ne? Wenn man einen Tag. Ja, da war ich ja natürlich nicht da. Ah, stimmt. War es in Münster, aber Münster ist ja auch schön. Ja, Münster, Hannover und noch. Wo waren wir? Dortmund. Ah. Ja. In Dortmund waren wir auch. Wann waren wir denn in Dortmund? In Düsseldorf. Ja, ein paar Mal dran vorbeigefahren. Ja, ist ja was anderes. Ja. Dortmund ist Dortmund und Düsseldorf ist Düsseldorf. Ja, das stimmt. Ist ja beides auch nicht Pott, ne? Dortmund ist Pott und Düsseldorf ist die verbotene Rheinland. Stadt. Rheinland, verboten. Ich bin gebürtig aus Köln, deswegen ist Düsseldorf immer so ein.
Da muss man ganz arg aufpassen, weil ich habe auch den, ich habe es gewagt zu fragen, ob Münster noch Ruhrpott ist. Und das ist ja, glaube ich, Ostwestfalen oder irgendwie sowas. Also so, da muss man, glaube ich, richtig aufpassen. So. Ja, das ist alles immer ein bisschen tricky. Weil es halt alles so nah beieinander ist. Ja. Ja. Bei 1 Live ist alles das Gleiche, ist der Sektor. Und ich verstehe es nicht, warum das Sektor heißt. Das ist halt der Sektor. Ja, aber das klingt so komisch. Das kennt ihr halt aus Bayern. Nee, aus Bayern gewesen. Das sind halt nur Dörfer. Da ist halt, Bayern ist Bayern, da ist halt alles das Gleiche. Ja. Bist du noch oft in Stuttgart? Nee, also durch Pandemie natürlich noch mal weniger. Und wir werden dann Auftritt halt spielen, aber so privat jetzt auch, ehrlich gesagt, auch nicht mehr gewesen. 1-2 Mal für Auflegejobs, aber gerade weniger tatsächlich. Oh, jetzt kommt der Markus für den Markus. Wir haben, bei uns gibt es immer einen kleinen Roomservice. Gibt immer einen kleinen, entspannten Drink. Okay. Und der Markus erzählt uns jetzt, was es gibt. Es ist Jägermeister Sauer. Okay. Bei deiner Internetpräsenz scheint ein großes Thema zu sein. Das ist, oh Mann. Montagmittag. Klein, du kannst ja mal nicken. Ja, ist ja schön erfrischend. Hast du aber schön gemacht, auch mit so Orangenschale für die Zuhörer. Schnitz. Wahnsinn. Traumhaft. Wunderbar. Und das Schöne ist, der Markus hat jetzt sogar an das Team gedacht im Hintergrund, weil hier kriegt jeder einen Drink. Ist ja Wahnsinn. Stark. Dann Markus, cheers. Ja. Stößt man damit an, ja? Ja, ich denke, oder? Cheers. 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 Na dann. Oh ja. Oh, Jägermeister. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich trinke nicht viel Alkohol generell. Und Jägermeister ist mein absolutes No-Go, weil ich in meiner Jugend mal so ein ganzes, in Bayern sagt man Stiergel, so einen Karton Jägermeister getrunken habe. Bitte? Ja. Ein Karton Jägermeister. Und der kam dann auch wieder raus am nächsten, oder dann als ich zu Hause war, auf dem Balkon. Und dann hat meine Mama gesagt, du, hier ist der Eimer, das Putzzeug, viel Spaß. Und ich habe dann gesagt, wie, weiß gar nicht, was, warum, putzen, hä? Ich bin gerade erst heimgekommen, so ungefähr. Und sagt, ja, geh mal auf den Balkon. Jägermeister ist echt auf der schwarzen Prost. Liste, Halleluja. Also ich finde, das schmeckt wie, wie Red Bull Cola. Was? Ja, so ein bisschen, oder? Ja, echt? Die Kräuter mega. Aber das mag ich ja, Red Bull Cola. Also ein halbes Jahr woanders leben, das würden wir auch gerne, glaube ich, oder? Ja, in Italien. Ja, wenn nachher, glaube ich, Italien wäre cool. Aber halt trotz, also ne, jetzt aber halt nicht feiern und ab, sondern so ganz normal weiterleben, ja, genau. So, aber halt von da, wo es jetzt halt auch, keine Ahnung, wo man vielleicht auch mal, wo die Anreise, wenn man vielleicht dann doch was hat, nicht ganz so weit weg ist. Ja, ja. Und das Wetter nicht so scheiße ist. Obwohl, das hast du ja. Aber Italien ist da, glaube ich, richtig cool. Ja, Richtung Süden. Süden. Ich könnte mir ja auch vorstellen, mein ganzes Leben lang in Bayern zu wohnen, gell? Mhm. Ohne mich. Da ist Italien aber dann auch nicht weit weg. Ja, das stimmt. Aber wenn du aus Bayern kommst, kennst du die Ausgabe in Clubs? Die was? Die Ausgabe, das gibt es nur in Bayern scheinbar, oder ist sogar nur München? Nur München sogar. Also ich habe ein paar Mal im P1 aufgelegt. Aber das ist wohl in jedem Club so, dass es nochmal einen extra Bereich gibt, wo es eine Ausgabe gibt. Das ist so, da wo die halt arbeiten. Ach so, ja doch, klar. Ja, ich habe das nicht gekannt. Das, so, das ist einfach so eine professionelle Bar nochmal, ja. wo die arbeiten und wo du halt dann, wenn du halt, weiß ich nicht, Gästeliste oder jemand muss sich da halt dann natürlich reinholen. Ja. Und da ist dann einfach wie noch eine extra richtige Bar, wo du halt dann trinken genau. kannst. Das im ist quasi Club. Der Küchen, wie sagt man, der... Der Küchentisch. Ja, genau. Der Küchentisch im Na, Club. Da gibt es auch immer, ja, im Restaurant gibt es auch den Tisch, der ganz nah an der Küche ist, sogar in der Küche. Wie heißt der denn? Chefstable. Chefstable. Und das ist quasi... Ach, das ist Chefstable? Ach, krass. Quasi wow. für eine Bar. Ach, krass. Ja doch, das kenne ich tatsächlich aus, ja. Ausgabe? Ausgabe. Mhm. In München sind wir doch mal in dem, wie hieß das, wo man so die halben Biere da bekommen hat? Also für eure Schnitz. Schnitz, genau. Im Augustiner. Augustiner, die haben doch hinten so eine kleine Ausgabe. Nee, wie heißt das? Das ist die... Das ist das Treppenhaus vom Brauhaus und da haben die so eine Tür mit so einer Glasscheibe drin und da geben die so halb gezapfte... Ja. Ne, ist so. Ja, ja.
Ich überlege gerade, wie es wirklich heißt. Und es kostet auch nicht viel. Nee, es ist günstiger. Günstiger als. Ja. In Köln dürfen die das nicht. Also in Köln, wenn du ein halbes Kölsch bestellst, was Mini ist, muss man sagen, das ist ja dann Mini, ist ja 0,1, das ist ja wirklich nichts mehr. Und das dürfen die, aber das muss so viel kosten wie das 0,2er, weil dafür gibt es keinen Eichstrich. Stehausschank ist es. Stehausschank, genau. Ja. Das ist ja kein Sitzplatz. Ausgabe im Club, geil. Ja, ich bin halt nicht cool genug. Also ich war damals in meiner Hochzeit, war ich öfters in der Ausgabe. Im Ornsa? Nein, nicht im Ornsa. Ich war eher Rote Sonne Kind. Rote Sonne Kind. Milchbar war schon, puh, das war schon grenzwertig dann. Hast du einen Lieblingsclub in München? Nee. Also ich weiß nicht, ich mag es schon gerne im P1, so ist es jetzt nicht, aber Krux war auch zum Beispiel sehr schön, ist halt ganz anderes Flavor so, ganz anderer Flavor. Was gab es denn, wo war ich denn noch? Drella. Comedrella? Nee. Immer der Club, wo ich jetzt gerade bin, ist der schönste. Ah, das ist gut, das ist sehr gut. Das ist echt gut. Aber es ist ja schon ein Unterschied. Ich meine, wenn du im Club auflegst, ist ja nochmal was anderes, als wenn du Gast bist. Ja, aber ich bin nicht sehr gerne Gast, weil mir fehlt so dieser Tisch vor den, ich weiß nicht, was ich mit meinen Beinen machen soll. So, und so dieser Tisch vor mir, wo dann Sachen draufstehen, das ist immer schon so ein bisschen so Comfortzone. Also ich kann auch nicht tanzen oder so. Ach, witzig. Ja, kann ich aber irgendwie nachvollziehen. Wenn du nur, wir kennen halt die andere Seite nicht. Ja, oder naja. Watergate haben wir so ein bisschen kennengelernt, die andere Seite. Da hat der Peter, DJ Karotte, uns einen Gin Tonic vom DJ-Pult gegeben. Also ich weiß nicht, wo da Tonic drin war. Es war sehr, sehr, sehr viel Gin. Da war und auch kein Tonic drin. Ach, Wahnsinn. Das war hardcore. Ja. Aber da haben wir die andere Seite kennengelernt. Und das war eigentlich ziemlich cool. Klingt. Ja, weil man irgendwie so einen kompletten Überblick hatte und so ein bisschen, also da wir nicht, aber Peter hat das halt schon steuern können, ne? Wie die Leute jetzt abgehen oder eben nicht. Oder es war echt cool. Es war schon cool zu beobachten. Ja, also es ist ja im Endeffekt die Aufgabe eines guten DJs zu erkennen, worauf die Leute halt Bock haben. Voll. Oder was halt jetzt gut für die Party ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, voll, ja. Aber würdest du dann auch, wenn es gut für die Party ist, Helene Fischer spielen? Naja, ich sag mal so, also du weißt ja eigentlich schon, wenn die Booking-Anfrage kommt, wo das hingehen wird. Ja, klar. Und ich sag mal so, Sachen, wo Helene Fischer läuft, die zahlen halt schon auch besser, dass man das, dass man das halt macht. So. Also ich habe zum Beispiel mal auf dem Cannstatter Vasen aufgelegt, richtig so Festzelt mit Krügen geil. Und so. Ich weiß, ist es bis zu Helene Fischer, ist es aber trotzdem nicht gekommen. So DJ Antoine und so, das hat schon sehr weh getan. Da habe ich schon sehr viele Maßkrüge gebraucht. So. Aber mir ist das so immer irgendwie, ich weiß nicht, so, ich finde, also ich muss nicht auf Krampf was durchhämmern, worauf die Leute jetzt, wenn man merkt, die haben da keinen Bock drauf, so muss ich da nicht drauf bestehen, meine Schiene zu fahren. So. Also okay, ich hab eigentlich so Spaß, wenn die Leute auch Spaß haben. Ja, aber das ist, glaube ich, auch der, warum du erfolgreich bist. Also das ist ja, wenn der Philipp nicht auf seine Gäste hören würde im Restaurant und nur das machen würde, worauf er Bock hat, also kochen würde, dann würde auch keiner mehr kommen. Ja, ist ja, also... Ja, so ein bisschen, ein bisschen Wahrheit ist dran. Ja, glaube ich auch. Ich bin ja immer in verschiedenen Clubs. Also ich bin ja nirgends jetzt wirklich Resident oder so. Ich habe mal einmal, gab es so eine Partyreihe in Hamburg, im Mundu hieß das. Da hat immer ein DJ 10 Partys gehostet und so Freunde von sich eingeladen. Da war ich 10 Freitage hintereinander in Hamburg. Da hat man dann schon sich irgendwann so mit den Gegebenheiten des Clubs und so angefreundet, gewusst so, jetzt kommen die und die Leute und die wollen jetzt so, ne? Aber prinzipiell musst du halt schon erstmal also so gucken, was sind für Leute da, so ein bisschen auch Sachen antesten und ja, deswegen gehe ich zum Beispiel auch immer sehr früh in den Club auch schon, also die sind immer meistens verwundert, was machst du denn jetzt, du kannst doch erst so, also ich lege halt meistens von 1 bis 3 auf und ich bin eigentlich froh, wenn ich spätestens um 11:30 da bin, einfach mit der Atmosphäre warm zu werden und zu gucken, worauf haben die jetzt Bock so. Oh, das ist cool, also das finde ich richtig cool, weil es geht, ich meine, ich glaube, wie bei allen Künstlern gibt es ja die irgendwie auch Bock haben, Spaß zu haben oder die halt wirklich nur ihr Ding durchziehen. Ne? Wie bei den Köchen. Ja,
Ja. In den Hotels. Ja, kann sein. Da ja. bin ich raus. Also da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, ja doch, stimmt schon. Wenn man so die großen, so die ganzen ganz, ganz großen Musikstars, die ich begleiten durfte in meiner Hotellaufbahn, das stimmt schon. Die waren schon immer recht früh dann auch an dem Ort, um das alles, also um dann auch selber nochmal zu prüfen, dann, dass der Soundcheck in Ruhe stattfinden kann und nicht so holterdiepolter. Das stimmt schon. Ja, aber Soundcheck muss, wenn dann am Nachmittag sein oder wenn der Club noch zu hat. Ja, genau. Also bei dem, ich, also DJs hatte ich, glaube ich, ja, so viel bin ich dann doch auch nicht da. Und DJs, muss ich auch sagen, habe ich gar keinen betreut. Mal aber kurz Soundcheck. Naja, das war schon teilweise echt. Und dann ja, mussten die ja wieder zurück, dann musste man Maske, dann kam die Visagistin, dann kam Hairstyling, bla bla, dann mussten die noch was essen. Das war teilweise echt stressig. Und das alles innerhalb von einer Stunde. Und während das Make-up und das Styling gemacht wurde, währenddessen wurde dann gegessen. Und meistens wurden Pommes bestellt, weil die Pommes mit den Fingern essbar waren. Und das Besteck nicht an die Lippen kam. Stark, ne? Das ist stark. Deswegen essen so viele Leute Pommes. Ja, wahrscheinlich. Wahnsinn. Kann sein. Ist das Geheimnis Pommes? Wurde endlich gelüftet. Ja. Jetzt ist es raus. Ist Pommes auch deine Leibspeise? Leibspeise würde ich jetzt nicht sagen, aber finde ich schon sehr gut, ja. Eigentlich schon zu gut. Ja, Pommes. Warst du schon mal bei Goldies hier auf der Oranienstraße? Ja, ja, ja. Sehr geil. Super, ja. Die Jungs, die machen wirklich. Und der Burger ist auch ziemlich gut. Ja. Die machen jetzt den Smashburger. Was so deine Empfehlung? So, was ist da dein Lieblingsessen in Berlin? Schwierig. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich bin eigentlich eher so, ich probiere gerne Sachen aus. Also ich bin jetzt nicht sehr oft immer beim Gleichen, sag ich jetzt mal. Vor allem, wenn man jetzt so größer weggeht, sag ich jetzt mal abends. Klar, wenn man jetzt in einer bestimmten Area ist, wie jetzt hier, geht man schon öfters zu Goldies einfach, weil es halt geil ist so. Aber ich probiere eigentlich gerne Sachen aus. Ich kann jetzt gar nicht so viel, ich mag, also Osterberger mag ich sehr gerne, kennt ihr das? Mhm. Das mag ich zum Beispiel sehr gerne, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das so, also triff mich im Osterberger so, wenn ich, so geh da fünfmal hin und dann werde ich bestimmt einmal da sein so. Deswegen, also ich probiere gerne Sachen aus und das, ja, deswegen habe ich jetzt nicht wirklich eine feste Empfehlung. Ja, war ja schon, Goldies liegt mir immer richtig. Ja, das stimmt. Wirklich. Wir waren mal mit denen auf einer Verleihung, so einen Gastropreis, die haben... Was haben die gewonnen? Nachwuchsförder. Ich war irgend so einen Preis gewonnen. Und da waren die Jungs da und alle waren im Anzug, bis auf die zwei Jungs vom Goldies. Die hatten so Goldies-T-Shirts an und standen dann auf der Bühne und haben gesagt, ey, wisst ihr, wir haben all unser Geld in den Laden gesteckt und wir haben keine Kohle mehr und wir können uns keinen Anzug leisten. Deswegen haben wir heute die T-Shirts an. Und das war so sympathisch, weil natürlich dann alle gegrölt haben und das so cool fanden und ja. So. Und echt gute Jungs, also für alle Zuhörer. Die hat, glaube ich, Rufi auch gemacht, weil ich den Namen da gerade schon viermal so gesehen habe. Der arbeitet bei Dojo und ich glaube, der macht die ganzen Designs für die, ne? Ja? Mitunter. Cool. Ja, die haben ziemlich coole Sprüche, ziemlich coole Aufkleber. Ja, die haben die Aufkleber. Sehr Dojo-esk. Ja. Ja, das ist cool. Wir haben noch was da liegen. Ja, wir haben, pass mal auf. Jetzt kommen Fragen, die du noch nie gehört hast. Mhm. Wir haben den Orania Steckbrief dabei. Das ist der Steckbrief, den tatsächlich unsere Mitarbeiter ausfüllen, wenn die bei uns anfangen, damit man sich untereinander ein bisschen kennenlernt. Aber die sind dann schon angenommen? Die sind schon angenommen. Die sind dann schon angenommen. Und da gibt es einmal das Blitzinterview und so ganz besonders komplizierte Fragen. Okay. Und deep. Ich würde... Bitte? Deep. Sehr deep, ja. Sehr deep. Und ich würde da jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen. Mhm. Bist du ready? Ja. und zwar drei Sachen, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Okay. Gibt's auf der einsamen Insel Strom? Ja. Wahrscheinlich nicht. Doch. Ich hätte Nein gesagt. Doch, das ist klar, dass du Nein gesagt hast. Es gibt Strom. Okay, es gibt Strom. Es gibt Strom. Okay. Das heißt, warte mal, auf einer einsamen Insel ist es sehr langweilig. Also ich habe mir wirklich da noch nie über diese Frage Gedanken gemacht. Aber du hast sie bestimmt schon mal gehört. Ja, ja, aber irgendwie nicht weitergedacht. Das sind immer Skip gedrückt. Also ich meine, da ist ja prinzip wahrscheinlich sehr, sehr lang. Wobei, warte mal, wenn wir Strom haben, wollen wir von der Insel wieder runterkommen?
Oder haben wir das akzeptiert, dass das wir da jetzt sind für immer? Das wäre jetzt die grundlegende Frage für dich. Weil, damit wir natürlich ein Handy und ein Ladekabel mitnehmen. und Internet. Okay. Dann halt Sachen, keine Ahnung. Oh Mann. Also klassisch sagt man eigentlich so Bücher. Ein Taschenmesser. Na gut, das habe ich noch nie gehört. Doch, ein Taschenmesser, klar. Ich meine, sind wir jetzt eher so Tom Hanks Castaway-mäßig unterwegs oder ist halt so irgendwie nicer Urlaub-mäßig? Ich würde nicer Urlaub sagen. Okay, dann sagen wir nicer Urlaub. Nicer okay. Urlaub. Nicer Urlaub. Noch schwieriger. Noch schwieriger. Urlaub will man ja eigentlich. Oh Mann. Scheiße, ich weiß. Okay, nicer Urlaub mit Strom. Irgendwas, was. Ja, ich. Du hast ja schon zwei Sachen, Handy und Handykabel und Ladekabel. Ja, aber. Boah, ich finde. Was braucht. Im Urlaub willst du ja Abstand von Handy halt auch haben. Eigentlich ja. Deswegen, aber was nimmst du ein Buch mit? Liest du Bücher dann im Urlaub, oder? Ja, ich, also irgendwie, man versucht es immer und fürs Gewissen ist ein Buch immer dabei, aber irgendwie. Aber du schreibst ja auch Bücher, oder? Ich habe schon mal eins geschrieben, ja. Aber deswegen heißt es ja, bedeutet ja nicht, dass ich Bücher lese. Scheiße, ja, ich nehme ein gutes Buch mit. ein Handy und was ist denn was man wirklich, womit man sich den ganzen, oh, ich weiß nicht, ich nehme noch ein, ah nee, warte, ich hab vor 2 Wochen mich dazu entschieden, dass ich Comicliebhaber werde. Bin dann in den nächsten Comic-Store gegangen und hab mich so super lang beraten lassen. Also ich nehme 3 gute Comics mit. Geil. Keine Bücher. ein Handy mein MacBook zum Musik machen. Geil. Doch. Aber jetzt musst du bitte mal erklären. Du hast jetzt dir vorgenommen, Comic-Liebhaber zu werden. So ein Comic-Typ einfach. Das finde ich richtig geil. Und aber was das für eine ist Richtung wie bei dann? Dir mit der Pfeife. Es hat so angefangen, ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendeinen Marvel-Kinofilm oder irgendwas schaue, dass ich gar nichts verstehe. Und alle um mich rum haben so voll den Plan. So. Und ich bin immer so, boah, ja, Batman, ne? Richtig, ja. Ist DC-Comics auch, ja. So weiß ich jetzt auch schon. Ja, aber siehst du, guck mal, da weißt du ja schon. Das ist ja Grundwissen schon. Ja. Nee, und dann war es halt immer so, eigentlich, ich finde das schon irgendwie geil. So, vielleicht ist es auch ein bisschen so, ich habe früher jetzt nicht wirklich Comics von meinen Eltern bekommen. So. So, ich will das einfach mehr verstehen, so diesen Kosmos. Auch dieser Sammelaspekt finde ich auch interessant. Und dann bin ich einfach hingegangen und also mehr Klischee auf der jetzt halt wirklich nicht sein können. Da war wirklich so ein Sheldon Cooper halt. Also, ne, der mir so, ich habe mir gefragt, ich bin jetzt so Quereinsteigermäßig, will ich jetzt hier so ein Comic-Typ werden wie ihr? Womit komme ich denn gut? Ich wollte, was ich von mir aus haben wollte, war der allererste Batman. Um die Geschichte von Batman zu verstehen. Weil Batman, eigentlich finde ich so, ach man, ich finde eigentlich das gar nicht mal cool, so diese Marvel-Comic-Filme. Ja, wie geil ist das denn? Nee, weil ich mag eigentlich Superhelden nicht. Also so ein Batman finde ich halt ganz cool, weil der jetzt nicht so, der kann halt jetzt nicht irgendwie aus den Armen schießen oder fliegen oder was weiß ich, sondern der ist ja einfach so, hat ein bisschen komisches Outfit, aber ist halt so, wie er ist. Ist halt reich. Genau, reich. Ey, nicht spoilern. Der Philipp kennt sich da ganz gut aus. Ja, nee, und dann habe ich, also den ersten Batman wollte ich haben, den habe ich bekommen und dann habe ich irgendwie, hat er mir noch also andere Sachen empfohlen, irgendwas. Der hat so einen hochroten Kopf bekommen, weil der hat mir irgendwas mit einer Prostituierten empfohlen. Aber so, die aber ein bisschen unfair kämpft irgendwie, weil die aus den Brüsten schießen kann, was weiß ich. Oh Gott. Boah, aber hast du das Comic? Ja. Boah, da würde mich ja mal interessieren, was das ist. Ja, das war halt so super, das war halt so. Also der hat mir fast schon ein bisschen leid getan, weil der wäre fast, sein Kopf ist so rot geworden, der wäre fast explodiert vor Scham. Oh so. Gott. Und dann habe ich noch so einen, der ist so ein bisschen dicker, ich kann dir nicht mal den Titel jetzt sagen, wo es aber irgendwie der spielt in der Zukunft, aber hat wohl jetzt also tagesaktuelle politische Themen greift er auf, so Donald Trump-mäßig, keine Ahnung. Okay. Halt so 3 komplett verschiedene, um mal so, um sich reinzufühlen. Ach cool. Ja, witzig. Ich war mit meinem Bruder,
mit dem Tommy früher auch immer Comics und der hatte total die Leidenschaft dafür, aber für so total ausgefallene japanische und weiß der Geier, der hat dann so richtig künstlerisch und ich war immer total Marvel und Spider-Man und Batman waren für mich die größten und ich kam mir immer so ein bisschen dumm vor, weil ich so die 0815 Marvel Comics gelesen habe und mein Bruder halt immer so die intellektuellen, schön gezeichneten Comics, aber die Läden, die gibt's wirklich und die Läden, das ist der Hammer. Also und man, das ist, wie du sagst, ein Klischee ist auf jeden Fall Haken an, das ist krass. Ja, ich glaube, um da die Leidenschaft zu haben, musst du auch ein bisschen, also da bist du dann halt automatisch so ein Unser erster Gast war Olli Kalkofe und der hat uns erzählt, dass er im Keller sein Büro ja, im Keller oder im Erdgeschoss sein Büro hat und der hat irgendwie hunderte von Batman- und Spider-Man-Figuren. Das habe ich in irgendeinem YouTube-Format gesehen tatsächlich. Lustigerweise vor ein paar Wochen. Ja, ja witzig, da war der Pierre M. Ja, genau. Ja. Und wir haben das dann auch vorher nur drüber geredet und dann auch auf YouTube gesehen. Ja. Ja, total witzig. Ja, der ist ein definitiver Marvel-Freak. Aber cool, siehst du? Ja. Ja, ich habe irgendwie, ich habe nie sowas, also, okay, man, jetzt muss ich auf die Formulierung aufpassen, dass man das richtig erwischt. ich muss halt immer verschiedene, also ich kann jetzt nicht nur Producer sein, nur DJ, nur das oder nur das. Ich muss immer verschiedene Sachen ausprobieren. Ja, so, aber ich habe es immer so ein bisschen schade gefunden, dass ich jetzt nicht so diese eine ganz krasse Passion habe, wo ich dir sagen kann, okay, 1984 ist da das und das passiert oder so. Und vielleicht war das jetzt auch so, das ist so ein bisschen der Ansatz. Ich sag dir, meine Mutter hat zu mir immer gesagt, Junge, du musst immer so ein gesundes Allgemeinwissen haben, dass du überall mitreden kannst. Und das bringt nichts, wenn du nur eine Sache richtig gut kannst, weil dann hast du nur einen, mit dem du sprechen kannst. Und meine Mutter hat wie immer recht gehabt. Wie immer recht, ja. Und es ist wirklich so. Also je mehr man sich irgendwie, ich wollte unbedingt mal Pfeife rauchen, weil mein Onkel immer Pfeife geraucht hat und ich fand diesen Geruch so sensationell. Da habe ich mir eine Pfeife gekauft, Tabak auf gekauft. Auf dem Flohmarkt und das fand ich schon schwierig. Ja, also Jenny geht ja gar nicht am Flohmarkt eine Pfeife, da hat ja schon jemand anderes dran genuckelt, aber wir haben sauber gemacht und so. Und dann habe ich angefangen Pfeife zu rauchen und das sieht ja mega cool aus. Aber das ist ja mega anstrengend, weil du musst die ja immer wieder anzünden, drücken. Ich habe einmal Pfeife geraucht und danach wollte ich sie bei eBay verkaufen, darf man nicht, weil es Zigaretten oder hier unter das Tabak-Dingsbums fällt. Also falls jemand eine Pfeife, der kann mir ja gerne schreiben. Eine schöne Pfeife zu Hause. Ja, vor allem der Philipp ist dann so, dass der so alles dann perfekt kauft und organisiert. Und dann auch die besten Sachen, außer die Pfeife. Aber alles andere war perfekt organisiert, auch in Fachläden und so. Naja. Aber ich hatte auch schon... habe mich dann eine ganze Nacht lang hingesetzt und hatte auch den Warenkorb voll mit den raresten Comics, die es gibt, so für, keine Ahnung, 800 Euro, 4 Stück oder so. Aber das habe ich dann zum Glück doch gelassen und bin dann doch erstmal in den Store gegangen. Aber vernünftig. Mal gucken. Aber es ist eine Anlage, ne? Gucken, wo der wilde Ritt hinführt. Ja, das muss man auch sagen, wenn man gut mit umgeht und die, ich glaube, ich habe letztens gelesen, Spider-Man-Comic, der erste, die Nummer 1, ist irgendwie für 1, noch was Millionen. Was? Na gut, ein Comic? Sowas. Ja, braucht man dann auch die. Krass. Nummer 1 aus den 15er Jahren und, aber you never know. Ja, you never know, das stimmt. Top, kurz und knackig beantwortet. Ja, wollte ich auch sagen. Eine halbe Stunde mal kurz über die eine Frage gesprochen, sehr schön. So, nächste Frage. In 10 Jahren bin ich. Oh. 47, nee, 46. Also, will ich mich so, also ich habe mich in meinem Leben bisher immer so gefühlt, dass jetzt gerade ist so das beste Leben, was ich mir vorstellen, was ich mir in dem Alter, wo ich jetzt bin, mir hätte vorstellen können. Macht das Sinn? Ja. Und wenn das in 10 Jahren immer noch so ist, finde ich das gut und da will ich hin. Perfekte Antwort, da geht es ja gar nicht. Richtig philosophisch. Ja. Richtig gut. Dann machen wir es jetzt mal ein bisschen einfacher. Wir machen jetzt, wir rutschen zum Blitzinterview. Mhm. Du musst einfach dich entscheiden. Ich fange mal mit was Einfachem an. Ja oder nein oder wie? Ja, also oder nein. Ich sage zwei Begriffe und du sagst dann den einen Begriff. Hund oder Katze? Hund. Sehr gut. Das ist die Frage, stellt Jenny jedem. Richtig. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Apple oder Samsung?
Apple. Sekte. Ja, das habe ich schon gesehen, deswegen. Aber es ist witzig, wie viele Mitarbeiter, das ist echt immer ein Thema, wo die Leute drüber sprechen. Ne? Das ist total witzig. Das stimmt. Wobei jetzt müsste man eigentlich Apple, Samsung oder Huawei. Ne, die sind ja ganz stark. Google ist doch auch, oder? Ja, Google hat ja kaum einer. Ah. Google ist ja wieder irgendwie cool, wenn du Google hast. Ja, und wenn jetzt einer Katze gesagt hätte, dann wäre er direkt raus wieder. Dann hätte er gesagt, jetzt können wir hier abbrechen. Dann weißt du, Probezeit 3 Monate, das wird nicht gut gehen. Genau. Das ist bisher noch nicht vorgekommen. Tee oder Kaffee? Ehrlich gesagt beides. Ich versuche immer von Kaffee ein bisschen wegzukommen. Ich sag mal Tee. Aber ich trinke Tee immer komplett aus der Kanne. Auch direkt, ich nehme auch die Kanne so und trinke, weil ich muss immer, ich mag das nicht, immer so einen kleinen Schluck nur zu trinken. Egal von was, so wenn ich Tee trinke, dann immer eine ganze Kanne und dann auch eigentlich 2, 3, 4 am Tag. So. Hast du einen Lieblingstee dann? Oder ist es so Ingwer, Zitrone mag ich schon gerne. Also ich probiere, also da bin ich jetzt nicht so ausprobierfreudig, dann will ich eher so die Sachen, wo man denkt, dass sie healthy sind, so Kräuter, keine Ahnung, schon nur so Sachen, ehrlich gesagt. Also witzig, dass man Tee ja immer, ich glaube, wir alle verbinden Tee immer mit gesund und Kaffee mit ungesund. Obwohl ja Tein genauso wie Koffein auch nicht super ist. Ja, also stimmt. Ist irgendwie schon im Kopf immer, ne? Aber was ist bei grünem Tee zum Beispiel? Ja, grüner Tee hat nicht so viel. Nee, grüner Tee. Hat Koffein. Nee, Tein. Da hat er auch Tein. Ja. Aber viel. Viel. Grüner, aber es ist gesünder als Kaffee. Also sagt man. Müsste man mal Studie machen. Müsste man mal Profis fragen, ne? Eher Asien oder eher Amerika? Amerika. Aber ich hatte so eine kurze Zeit, wo ich auch, wie mit den Comics, wo mich Asien sehr fasziniert hat, wo ich dann auch so eine Woche lang mir nur so, das habe ich auf YouTube entdeckt, das fand ich sehr geil, es gibt so einen Typen, der läuft einfach durch Städte und hat so eine Kamera auf dem Kopf oder ich weiß nicht, wo er die hat und da habe ich einfach nur so Walking Through Shanghai und sowas angeschaut und also ich finde so generell so diesen ganzen Lifestyle und so finde ich sehr, sehr nice. Aber schon, also als ich in Amerika war, hat mir schon auch sehr, sehr zugesagt, dass alles auf Entertainment ausgelegt ist. Selbst die Nachrichten sind halt wie so ein deutscher Actionfilm, so von der Spannung her irgendwie. Ich glaube am Ende des Tages schon eher Amerika, ehrlich gesagt. Und wenn Amerika, wo? Ja, Westküste, Ostküste? Boah, ich kann mir schon auch so vorstellen, so ein Farmer zu sein. Keine Ahnung. So, wo der Nachbar so 100 Kilometer entfernt wohnt, so, keine Ahnung. Das könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Ich glaube, ich wäre dann einsam. Okay, ich notiere das ganz kurz. Kannst du das auch in Bayern vorstellen? So die in Bayern. Morgan Ranch oder so, hier, geil, wo unsere Rinder herkommen. Ja, der hat ja Hektar, da fährst du, glaube ich, 2 Stunden, bis man überhaupt Menschen siehst. Geil. Die machen ja auch, die fliegen mit Hubschraubern und gucken, fahren nicht mehr mit Autos und reiten nicht mehr, sondern mit Hubschraubern gucken die, wo die Herden unterwegs sind. Irre. Ja, mich fasziniert irgendwie, dass da alles so groß ist und die Parkplätze sind so groß wie, keine Ahnung, deutsche Dörfer und Straßen sind irgendwie breiter und keine Ahnung, so irgendwie. Ja, ist halt aber auch die Frage, ist wahrscheinlich auch halt nach 3 Monaten halt nicht mehr so interessant. Aber wo warst du letztes Mal in den USA oder welche Städte sind so? Ich war nur in New York, also ich war da eingeladen. Das Problem ist halt, ich bin nicht so ein großer Flugfreund. Mhm. Wenn ich länger fliege, also das ist jetzt gar nicht so Diva-mäßig, aber dann muss ich halt Business Class fliegen, weil mir macht halt Fliegen wirklich keinen Spaß. Ich habe auch schon so Therapie und sowas gegen Fliegen, weil ich halt viel fliegen muss eigentlich. Und deswegen ist es jetzt auch ab und zu auch schon mal daran gescheitert, weiter wegzufliegen. Aber so nach Amerika will ich auf jeden Fall noch ein paar Mal und auch gerne bald wieder. Die haben, ich weiß, meine Ex-Freundin, die hatte panische Flugangst. Und die hat bei der Lufthansa so einen Kurs gemacht und dann war es irgendwie ein bisschen gut und danach ging es aber auch wieder nicht und dann war die bei einem Burnout-Coach, also ganz komisch, aber das war super, weil danach konnte die fliegen, also nicht selber, aber danach hat die keine Probleme mehr damit. Und es war krass, weil wir haben in China gelebt, also wir sind sehr viel geflogen und die Routen, sie hat immer bestimmt, mit wem wir fliegen. Also ganz wichtig für sie war immer die Fluggesellschaft. Das ging nicht irgendwie, dass wir mit China Air fliegen, das ging gar nicht. Okay. Und es mussten immer so viele Zwischenstopps wie möglich sein. Also Horror für mich. Weil sie. Das finde ich nur noch schlimmer. Ich finde genau starten und landen, finde ich,
Starten nee, sogar noch schlimmer, aber das sind die zwei Sachen. Irgendwann, wenn du oben bist, irgendwann geht's ja automatisch so. Ja, das war bei ihr irgendwann nicht so. Irgendwann vergisst man das. War echt krass, das weiß ich noch. Aber es war, also es war ein klar, das hindert dann auch so ein bisschen am Reisen. Total. Aber ja. Deswegen aber machen wir Camping-Urlaub dieses Jahr. Wir waren Camping. Oh, haben wir auch gemacht. Wir waren von Levi's eingeladen, mit dem Levi's Camper zu campen. Ach geil. Das ist voll geil. Und wo? So Nordsee oder? Sind wir da hochgefahren. Ah, und dann fällt einem erstmal auf, so diese rechts rausfahr Campingschilder, wie viel es davon gibt, ist crazy. Ja, das ist geil, das glaube ich. Da achtet man nie drauf. Aber wenn man dann. Ja. Und Campingplätze muss man im Voraus buchen, ne? Haben wir jetzt festgestellt. Ein paar waren reserviert. Ja, ich meine, jetzt klar zu Corona-Zeiten und so, glaube ich, nochmal viel schlimmer. Aber wir haben so einen entdeckt, ich weiß gar nicht mehr, wo der war so komplett neu gebaut, so und auf so einem riesigen Gelände, auch mit so Streichelzoo und so. Geil. Der war ultra krass. Cool. Aber ich habe zwei Apps runtergeladen. Einmal die ADAC Camping App. Ja, wirklich, die wurde empfohlen. Sie hat super Bewertungen, da kann man sich die Campingplätze aussuchen. Und oder halt filtern und da gibt es auch Bewertungen und so weiter. Und dann gibt es die andere, die heißt irgendwie One Night Stay oder so. Und da das sind die hat aber nichts mit Campen zu tun. Doch, doch. Ach so. Tatsächlich. Da sind die Stellplätze, die du quasi, also die nicht an einem Camping, also kein offizieller Campingplatz ist, aber wo du trotzdem übernachten kannst. Ah, also aber so das bisschen, in Deutschland ist das verboten, glaube ich, ne? Ja, aber wir sind ja in Italien. Das fand ich irgendwie ein bisschen. Ja. Ich glaube, einmal hatten wir das. Das fand ich ein bisschen scary irgendwie. Ja? Ja, irgendwie. Sich da irgendwo hinzustellen, keine Ahnung. Also ich bewundere auch Leute, die so Radtouren machen, die so diese Bikepacking-Leute, die dann irgendwie im Wald ein Zelt aufbauen und da drin schlafen. Boah, könnte ich nicht. Ich auch nicht. Aber da hätte ich dann Schiss. Ja, aber Zelten ist eh scheiße. Nee, das ist total dann romantisch. Romantisch. Jenny will immer Hotel. Nee. Nein, das stimmt Badezimmer. Nicht. Ich brauche ein Badezimmer. Das ist mein Punkt. Kommt immer mit Privatkoch zur Party. Ja, genau. Ja. Definitiv. Ich muss immer einen Kartoffelsalat machen für jede Party. Und ich verkaufe ihn dann als meinen. Ja, wollte ich gerade sagen. So wie mein Eierlikör. Genau. Jetzt haben wir ja Jägermeister Sauer. Nee, nicht wir. Du hast gar nicht getrunken. Nee, weil ich den nicht trinken kann. Ja, ich merke schon. Wirklich ich fand den ganz gut. Ich fand ihn auch gut. Lenny fand ihn auch nicht so gut. Lenny hat auch nur genippt. Ah, okay. Also ich glaube, wenn der Jägermeister nur wir beide nicht drin wär, fanden den gut. Ich glaube, dass wenn der Jägermeister nicht drin wäre, dann wäre der auch gut. Das aber so es ist halt Problem Jägermeister. Deswegen. Es gibt doch ganz ehrlich, jetzt mal Hosen runter, welchen Alkohol könnt ihr beide nicht mehr trinken? Zombie. Siehst du, deiner? Zombie, warte mal, Zombie, was ist ein Zombie? Ich bin in Frankfurt nicht aufgewachsen, aber in Aschaffenburg. Und da waren wir ein paar Mal in Frankfurt und da waren wir in Altsachsenhausen. Und weiß ich nicht, das waren die ersten paar Male, wo man irgendwie jemanden gekannt hat, der irgendwie den von der Bar kennt und dann werden die Drinks in da automatisch irgendwie ein bisschen stärker und keine Ahnung. Und das war, glaube ich, wirklich so das erste Mal, dass ich von Alkohol wirklich so komplett das war echt nicht schön. Und seitdem, ich habe es jetzt auch nicht nochmal probiert, ich weiß gar nicht, wie das schmeckt, ehrlich gesagt, aber so Zombie habe ich immer so ein bisschen im Kopf, so geht, den würde ich niemals bestellen. Siehst du? Du? Tequila. Ganz schlimm. Tequila geht gar nicht. Wir haben zuerst uns übersoffen an dem... Heiß oder braun? Ja, eben, an dem Weißen, das hat man ja... Wir haben ja den Fusel getrunken früher. Sierra Tequila. Weiß mit Zitrone und Salz. Mhm. Das ging irgendwann nicht mehr, dann haben wir gedacht, wir sind clever und trinken goldenen. Mit Orange und Zimt. Oh, wenn ich daran denke, da wird mir gleich schlecht. Und dann die Steigerung ist dann Mezcal, wo der Wurm drin ist. Mm. Oh, das ist so richtig. Was? Das gab es bei uns gar nicht. Na gut, ist halt Stadt Dorfkind. Dorf. Aber dafür kennst du Flügel und Rüschall nicht. Ja, was ist das? Tja, ich kann es dir nicht erklären, aber es war richtig eklig. Ah, du weißt selber nicht, was es ist. Nee, ich kann es wirklich, das war glaube ich mit Pushkin oder so. Diesem Wodka. Dunklen Zeug. Nee, da gab es dieses... Ach Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war es ekelhaft. Und dir wird's schmecken, weil es hat so ein bisschen wie Dr. Pepper gerochen. Oh, geil. Ich liebe so Dr. Pepper. Ganz künstlich. Ja, aber ich bin aus Oberbayern. Also ich meine, wir haben hauptsächlich Bier getrunken. So, jetzt trinken wir aber Eierlikör.
Magst du Eierlikör? Magst du Eierlikör? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ach geil, das sagen nicht, so dass, viele. Hast du, aber Eierlikör hast du schon mal getrunken? Weiß ich nicht. Das ist so, Eierlikör hat so für mich den Flavor wie Pudding. Diese Schokolade, die du von Oma und Opa zu Weihnachten genau. geschenkt bekommst, wo du dich fragst, so, wer ist das überhaupt? So. Und das mit Eierlikör genauso. Wer trinkt sowas überhaupt? Aber genug Leute. Und es gibt mittlerweile auch Cocktails mit. Aber was ist denn alles in Eierlikör drin? Ei. Aha. Und, okay. Ei. Eigelb. Sahne. Sahne, Doppelkorn, Vanille. Was? Klingt, ich mach ab, den ganz klingt abartig. Okay. Abartig lecker. Nee, alles gut, mach ruhig voll. Das schmeckt ein bisschen wie Pudding. Ja. Mit Wodka. Ja, ich würde auch da... Fürs ganze Team. Ja, Lenny hat nie Bock auf Eierlikör. Ja, Lenny mag Eierlikör. Aber Lenny kämpft auch gerade mit dem. Ja? Bis wann? Also. So. Also. Boah, Jenny. Becher sind halt das Highlight daran. Die kannst du danach noch essen. Das ist der. Ey, als ich gestern von der Tour heimgekommen bin, ich wollte nichts trinken die Woche. Wenigstens 5 Tage durchhalten. Ja. So. Und wir sind jetzt die erste Station, oder? Ja. Oh. Das ist immer so ein bisschen risky, weil wir bieten immer was zu trinken an und wir gucken vorher, was dem Gast schmecken könnte. Ja. Und man greift natürlich in die Toilette, wenn der Gast dann sagt, nee, für mich gar kein Alkohol. Cheers. 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 Mm. Aber ein Eierlikör ist eher ein Dessert als ein. Ja, der ist wirklich lecker. Ja? Ja, doch. Ja. Siehst du? Ein bisschen wie Vanillepudding. Ja. Finde ich. Auf jeden Fall sehr lecker. Voll. Jetzt waren wir eben noch bei New York. Ah ja. Ah ja, stimmt. Siehst du mal. New York. New York, New York. Ja. Wann warst du da? Boah, schon lange her. 2016 oder so. 2016. Also ich war da eingeladen auf einem Schuh-Event. Auf einem Schuh-Event? Darf man Brands sagen? Ja, 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 klar. Von Vans. Und die haben halt einen neuen Schuh rausgebracht. Und ich habe in der Zeit viel mit Vans gemacht. So Haters would say, so Influencer-Zeugs. Aber ich, und das war crazy, weil da gab es halt so ein Event und auf einmal hieß es halt so, es gab halt so eine Gruppe mit so, Influencern aus der ganzen Welt. Da hieß dann auf einmal so, ja, ihr müsst jetzt in den und den Raum kommen, da gibt es eine Überraschung. Und auf einmal stand da halt Lil Wayne und hat einen Auftritt gespielt und das war halt crazy, krass. Weil ich bin halt sehr, sehr großer Lil Wayne-Fan. Und ja, das war ein verrückter Ausflug auf jeden Fall. Ich war noch in einem Comedy-Club. Comedy-Clubs mag ich sehr gerne. Seitdem. In so einem englischen Comedy-Club. Und ja, das war ein schöner Ausflug. Das glaube ich. Aber wie lang ging das dann, der Ausflug? Boah, 4-5 Tage. Okay, ja. Ja. Cool. Ja, Comedy-Club findest du auch geil, ne? Ja, voll. Kannst ja auch die stundenlang diese Stand-Up-Comedy anschauen. Ja, ich liebe das auch. Ja, finde ich auch. So, weil so deutsche Comedy immer ein bisschen geht so. Aber ja. Ich kann das gar nicht. Gar nicht, meine Welt. Das ist mir zu. Aber so auch drüber. Diese Comedy-Club-Kultur gibt es ja auch. Ich meine, hier in Deutschland gibt es sie auch, aber viel weniger. Ne? In den USA gibt es ja extrem. Ja, und begrenzt da, ne, irgendwie. Ich finde in Deutschland, ich glaube, da geht es immer so ein bisschen so, oh, kann man das wirklich bringen, kann man das wirklich sagen? Ja. Und ich glaube, in Amerika ist so, oh, scheiß drauf, ich hau einfach drauf. Obwohl die Amis sonst in Amerika ist ja auch gefühlt jeder Mensch ein Entertainer. So. Ja. Das ist ja schon noch ein ganz großer Unterschied zu Deutschland. So. Ja, das stimmt. Ja, da ist auch jeder Talent. Ja, das hat der ja. Olli gesagt. Ne? Genau. Talent. Da ist jeder Talent. Talent und Entertainer. Ja. So, egal welche, keine Ahnung, Netflix-Produktion, ist das ein Kuchen oder ist das irgendwas anderes, keine Ahnung. Jeder Gast könnte die Show auch hosten, so gefühlt. So. Und das finde ich echt erstaunlich, dass jeder halt, ich meine, ich will jetzt auch nicht so gegen Deutschland ranten, so die ganze Zeit, aber es ist halt so,
keine Ahnung, egal welche Quizshows so, man ist halt schon immer sehr Stock im Arsch und ja. Dings und traut sich nicht und keine Ahnung, ist schüchtern. Amerika direkt so immer volle Power, so springt rum, schreit, keine Ahnung. Ich finde das schon ein sehr großer Unterschied. Das glaube ich aber, weil in Deutschland die Leute immer sich so benehmen wollen. Also sie wollen immer ja. so sich schicken. Ja, da geht es halt auch darum, wie man wirkt. Nicht und anecken. Nicht anecken ist sehr gut. Das kannst du auch nicht auf Englisch übersetzen, nicht anecken. Das gibt es wahrscheinlich da nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, nur in Asien ist es noch schlimmer. In Asien ist echt so Showface ganz, ganz wichtig. Immer, dass du gut dastehst und bloß nicht irgendwie negativ. Und Wäre deine Flugangst nicht, oder ich sag mal nicht Angst, sondern du magst es ja einfach auch vielleicht gar nicht. Wo würdest du gerne hinfliegen? Du meinst, wenn ich mal von zu Hause weggehe? Ja, wenn du richtig Bock drauf hast. Ich lasse mich dadurch nicht einschränken. Mir macht es halt einfach keinen Spaß. Und also jetzt zur Not gibt es halt 3 Flugwein und dann geht es halt immer tatsächlich. Ja. Weiß ich nicht. Das war auch ein bisschen übertrieben formuliert. So, es ist jetzt halt auch nicht immer die Zeit da, so über einen längeren Zeitraum ganz weit weg, so und so komplett auch mal ich muss auch sagen, ich kann sowas auch nur machen, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt nicht noch irgendwie was machen oder in 3 Wochen ist schon wieder das und das. Und dann ist es halt immer ein bisschen schwierig zu organisieren, aber ich habe schon Bock, die Welt zu sehen. So. Aber gibt es irgendein Land oder einen Kontinent, wo du sagst, boah, da, das juckt mich total? Brasilien. Ja? Nö, geil. Weiß ich nicht. Egal. Brasilien ist auch nicht so ganz abgekommen. Einfach. Nee, ich habe da jetzt keine so, also ich keine Ahnung, ich würde gerne mal nach Schweden, ist jetzt nicht so weit weg, aber da war ich halt noch nie, irgendwie habe ich das Gefühl, Schweden könnte mir ganz gut gefallen. Aber jetzt ist man ja, wenn die Frage so formuliert ist, muss man ja irgend so was ganz Exotisches jetzt finden. Ach, gar nicht. Schweden. Aber dann schon sowas wie Japan und sowas würde ich schon gerne. Ja. Ja. Weil die Kultur so anders ist? Ja, weil ich es irgendwie spannend finde. Ja. Aber ich glaube, es ist auch sehr stressig, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ich glaube, also in Japan waren wir ja selber noch nicht, aber ich glaube, das ist echt. Ich war ja selbst in Asien noch nicht. Stimmt. Ich habe in Shanghai gelebt und das war schon so eine extreme Umstellung. Mhm. Klar, ganz anderes Leben. Aber auch irgendwie total spannend. Und ich finde immer so im Urlaub, dass man. Es gibt so verschiedene, wie du eben gesagt hast, so Städtetrips mache ich total gerne, entdecke neue Städte, gehe gut essen, habe irgendwie ein cooles Hotel oder sind irgendwo. Und da finde ich, da haben wir in Europa schon auf kurzem Weg, können wir ja schon so viel unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Städte uns angucken. Ja, wir müssen auch nach Kopenhagen. Man steht nach Kopenhagen zusammen. Ist zum Beispiel, wir waren auch noch nie so richtig im Norden. Schon. Ja, aber ich. Ja, beruflich. Schon. Aber ich hatte da ein bisschen Zeit dann auch. Das war ganz cool. Nicht richtig gearbeitet da. Doch. Urlaub gemacht. Ich habe halt schlau gebucht. Ja, aber das ist schon, und ich glaube, gerade durch die Pandemie ist das ja auch irgendwie cool, dass man wieder sich Gedanken drüber macht, in Deutschland Urlaub zu machen. Also wie viele schöne Fleckchen haben wir hier? Das ist ja, wir waren letztens am Flesensee. Nee, doch. Wo waren wir? Nee, wie heißt da oben? Mecklenburgische Seenplatte. Ach so, ja. Mega schön. Mhm. Also und eine Stunde von Berlin. Also und das... irgendwie davor war der Drang immer, dass man so früh, dass man immer weit wegfliegt. Ne? Weil, wir müssen nach Thailand, wir müssen dahin, wir müssen dahin. Also ist schon cool. Ja, auf jeden Fall. Also nächster Kurztrip, letzte war in Barcelona, hast du gesagt, zum... Madrid. Madrid, stimmt. Ich glaube, das war ehrlich gesagt auch gar nicht der letzte. Aber wie sieht denn so... Ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja, sorry. Wie sieht so ein Reisetrip von Psychodino aus, wolltest du gerade fragen? Genau. Also startet schon mit 1-2 Flugweinen am Flughafen. Nee, keine Ahnung. Also ich mag es schon dann so gerne, die Stadt zu erkunden und möglichst viel halt mitzunehmen und zu sehen und zu machen. Also da muss ich jetzt nicht nur auf dem Zimmer rumhängen. Mhm. Ja. Also so, ich finde, also im Urlaub finde ich dann schon, um jetzt nochmal auf den Anfang zurückzukommen, so da kann das Hotel, also da kann man schon auch mehr fürs Hotel ausgeben, ehrlich gesagt. So, weil ich finde, so da will ich schon dann auch zur Not mal keine Ahnung, um 22 Uhr noch was zu essen aufs Zimmer bestellen. Oder wenn es dann kein Restaurant mehr gibt oder keine Ahnung,
finde ich halt schon, oder so Bar zumindest, fände ich schon ein bisschen. Ach Quatsch, was, ich war in Disneyland Paris. Und das hast du vergessen? Habe ich vergessen. Oh mein Gott. Wann war das denn? Das war letztes Jahr erst. Disneyland. Letztes Weihnachten. Paris. Ja, das mit Wilson. Aber wo habt ihr da gewohnt? Im Hotel direkt da. Da im. Nicht da, aber so in dieser. Da gibt es ja diese. Ja, genau. Diese Area, die so SimCity-mäßig aussieht, so wo vor kurzem wahrscheinlich noch gar nichts war. Wo nur Hotels sind. Ja. Und dann mit dem Bus auch so klassisch vom Hotel in den Park. Nee, schon Taxi. Wir sind klassisch mit dem Bus gefahren. Wir sind mit dem Bus gefahren. Das war unsere Hochzeitsreise, das war Disneyland. Ins Disneyland Paris. Ja. Jenny ist riesen Disney-Fan und wir waren schon in Anaheim im Originalen, und aber an unserer Hochzeit, weil wir auch keine Zeit hatten und wir wollten, haben gesagt, komm, wir machen irgendwie Disneyland, und die Mitarbeiter haben das damals ihr zum 30. geschenkt, der war an unserer Hochzeit, als wir unser großes Fest hatten. Genau. Und dann sind wir auch Disneyland Paris. Klar, das war auch cool, muss ich sagen. Ja. Das fand ich auch. Aber es war, also ich habe da auch ein Trauma miterlebt. Space zwar, Mountain? Nee, das war nicht cool. Echt? Das ich war dieses Small World. Oh Gott, leck das war ja. Das war so schrecklich, wo man in so einem Boot sitzt, was eher für kleine Kinder ist. Mhm. Man sitzt in so einem Boot und man fährt durch die ganze Welt. Und dann singen die immer, it's a small, small world. Das ist so gruselig. Und die Puppen bewegen sich immer nur so und machen immer das Gleiche. Mhm. Klar, ja. Es war ganz schlimm. Und wir sind eigentlich nur reingegangen, weil da war die kürzeste Schlange. Und wir hatten ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ein bisschen Zeit, deswegen sind wir da rein. Boah, das war schrecklich. Ja, ich fand Space Mountain ganz schlimm. Ja? Aber es heißt ganz schlimm. Also ich mag halt generell keine Achterbahn. Und das ist ja immer dann so, wenn man das sagt, ein Zeichen von Schwäche. So. Ach, ist ja immer so. Nein, überhaupt nicht. Nein, dann war es so, ich habe das vorher auch nicht gekannt. Ich habe mich damit auch nicht auseinandergesetzt. Ich habe noch nie, ich habe auch noch nie Star Wars oder sowas gesehen. Oh mein Gott, ich auch nicht. Immer die gleiche Reaktion. Und ich kriege immer die gleiche Reaktion. So, oh mein Gott, wie kann das sein? Und ich denke mir immer so, Leute, warum? Ich verstehe allein schon die Erklärung nicht, dass der neueste Star Wars eigentlich ganz vorne anfängt und ganz. Das ist genau das, was ich auch immer sage. Ich check's nicht. Ja. Nee, und ich habe nicht gewusst, was das ist. Und Willi, also Wilson, hat gesagt: Naja, komm mit, wir machen das jetzt. Und ich habe halt gedacht, das ist halt so, stehst halt in so einem Raum, wo sich der Boden bewegt und da ist halt so eine riesen Leinwand und so das Gefühl von Fliegen, bla bla bla, irgendwie sowas. Und dann sehe ich schon diese Achterbahn, also es ist halt so eine richtige Achterbahn ist mit so Loopings und Schrauben und so ein Scheiß. Und dann gab es halt kein Zurück mehr so. Und also ich habe fürs Fliegen so eine Atemtechnik beigebracht bekommen, die alles ertragbarer macht. Und dann habe ich es halt durchgezogen so. Und also, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil jetzt kann ich halt wirklich sagen, also ich mag es halt wirklich einfach nicht. Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Ich weiß nicht, wo da der Spaß ist. So, was ist mit euch, dass ihr das braucht, so, um am Leben irgendwie einen Kick zu spüren oder keine Ahnung. Ich habe Angst gehabt, also für meine größte Angst war, dass mein Kopf abbricht. Ich habe nicht gewusst, wo ich meinen Hals hinmachen soll irgendwie. So, und das war irgendwie, also... Macht mir keine Freude, Achterbahn. Noch nie. Und hat es auch bestätigt. Und was fandst du am schönsten? Am schönsten? Ja. Also das generelle Erlebnis fand ich schon sehr schön. Vor allem war noch an Weihnachten da und... Oh ja, das sind ja bestimmt geile Paraden. Auch mit Kids und so. Ja, das, und das so... Das ist schon geil. Ja, voll. Also so richtig so... Keine Ahnung, Kevin allein zu Hause, so schön, so Kinderland, so schon schön. Ah, cool. Das ist halt so ein bisschen heile Welt, ne? Ja, Disneyland. Das ist so, da vergisst man all das Blöde. Jenny ist immer, wenn wir eine schlechte Woche haben oder so, dann sagt sie immer, jetzt gucken wir einen Disney-Film, dann geht's wieder. Ja. Ist ja wirklich so. Also du hast dann irgendwie Happy End garantiert. Genau, da ist Happy End und da ist irgendwie immer alles schön und harmonisch. Und natürlich gibt es ja auch mal Streitereien oder irgendwas nicht so Schönes, aber am Ende wird immer alles gut. Und das finde ich halt schön an Disney. Und das ist halt jetzt... We love Disney. Ja, we love Disney. Sehr sogar. Bier war sehr teuer. Aber das ist ein anderes. Oh, ja, und auch das Essen ist arschteuer und es ist richtig schlecht. Ja, ist schon. Ja, genau. Wir waren. Ja. Sehr, sehr, sehr trashig. Ja, da kann man so, nur so Trash-Food. Wir waren im Simpson. Nee, war das in. Nee, Quatsch, das war in den USA. Das war Universal. Was haben wir in, da würde ich gerne meinen Simpsons. Ich liebe Simpsons. Oh, das war auch. Universal ist. Also, das ist auch echt geil. Bei uns steht dann irgendwann nochmal Disney World. Ja, in Florida steht nochmal an. Und da haben wir jetzt beste Connections, weil eine Mitarbeiterin von uns, ihr Onkel ist da der Chef-Patissier. Geil. Das ist da. Wild.
Ganz fett. Auf jeden Fall. Aber da waren doch die Minions waren auch bei Universal, gell? Ja. Und da war die Fun Patrol. Da kamen immer Leute rein. Fun Patrol. Die Fun haben Patrol. Für gute Laune gesorgt. Das war ganz Fun Patrol. Das war geil. Wirklich anstrengend. Also man stand dann in der Schlange für eine Stunde und dann kam aber immer die Fun Patrol und die hat dann immer so geklatscht und so wuhu und getanzt und teilweise hatten die Wasserpistolen dabei und das war echt anstrengend. Vor allem, wenn man dann wirklich lästig wurde zu einem gewissen Punkt, weil man Hunger hatte, weil es F30 war oder so. Dann kam die Fun Patrol und dann hätte ich mich gerne mal mit der Fun Patrol geprügelt. In dem Moment. Das wäre nicht so gut gewesen. Vor allem war das in Amerika da. Ja. Da wäre ich direkt in den Knast gegangen. Wir haben noch eine Kategorie offen, unsere Glückskeks-Kategorie. Ah, stimmt. Mhm. Und zwar haben wir hier im Orania ja unsere Peking-Ente, die mittlerweile schon über die Grenzen hinaus bekannt ist. Und der letzte Gang von der Peking-Ente ist ein Glückskeks. Und uns gehen die Sprüche aus. Jetzt brauchen wir von dir eine Glückskeks-Weisheit, einen Lebensspruch, was auch immer. Irgendwas wird sich schon ergeben. Sehr geil. Gut, ja? Ja. Das ist mein Lebensmotto. Ja, das ist cool. Das ist geil. In Köln gibt es das Kölsche Grundgesetz, da heißt es, et küt wie et küt. Ja. Und et hätt schon immer jote jange. Und das ist auch so mein Lebensmotto. Ja. Viel ändern kann man eh nicht mehr dran. Ja, aber den hast du von mir. Den nicht, dass ich nichts dran ändern kann. Ja. Ja, das stimmt, das ist ein Pessimismus. Richtig, man muss einfach laufen lassen. Man kann ja meistens eh nichts ändern. Das wird stimmt. Schon irgendwie. Ja. Markus, war eine große Freude mit dir. Ja, voll. Dito. Hat großen Spaß gemacht. Wir wünschen dir noch viel Erfolg auf der Tour. Danke. Fürs nächste Album, kommt das noch? Irgendwann? Oh, aktuell. Also es werden auf jeden Fall jetzt erstmal Singles kommen. Auch genremäßig was ganz Neues. Spannend. Spannend, spannend. Ja. Dieses Jahr noch, oder? Nee. Ja, ist auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja. Cool, freuen wir uns drauf. Ja. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank. Gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Auf bald zur Peking-Ente. Ich esse kein Fleisch, aber ich freue mich sehr drauf. Gibt es auch in Veggie, beziehungsweise vegan. Ich esse auch kein Fleisch. Ja. Und die Ente gibt es tatsächlich in vegan. Kann man die jetzt noch bestellen? Jetzt gleich. Zum Mitnehmen. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Das sind vier Gänge. Ach. Aber muss man, kommt ja mal vorbei. Ach, jetzt checke ich das mit dem letzten Gang. So, hä, wie die Ente läuft über einen Glückskeks? Nicht ganz. Nee, der letzte Gang. Also, bist herzlich willkommen zur, die heißt auch nicht Duck, X-Berg Duck, sondern Wack mit V. Manche sagen Fuck, aber das stimmt nicht. Und die gibt's, das gibt es jeden Tag? Gibt es jeden Tag. Und dabei ist noch Live-Musik. Wirklich? Auch noch. Jeden Donnerstag und von Donnerstag bis Samstag. Live-Musik auf der Bühne. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Also, dann sehen wir uns bald unten. Genau. Sehr gerne. Bis dann. Bis bald. Tschüss.